Die umstrittene Rede von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Wochenende hat heute ein Nachspiel im Bayerischen Landtag. Die Grünen haben einen Dringlichkeitsantrag gestellt, in dem sie die Entlassung Aiwangers als Minister und Vizeregierungschef fordern. Zur Begründung heißt es, wörtlich, die verbalen Entgleisungen Aiwangers seien mit demokratischen Prinzipien absolut unvereinbar. Der Freie Wählerchef hatte auf einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz unter anderem gesagt, die schweigende große Mehrheit des Landes müsse sich die Demokratie wieder zurückholen. Aiwanger wies Kritik daran zurück. Wir werden nicht zum Vergessen tendieren. Wir werden nicht zum Schweigen gebraucht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so. Denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Ja, der bayerische Innenminister Herrmann, der hat sich eben zu dieser Personalie Aiwanger bei uns im Interview geäußert. Nein, die Demokratie in Bayern ist auf keinen Fall in Gefahr. Dagegen richtete sich ja auch die Demonstration nicht. Ich sehe die Demokratie auch insgesamt auf Bundesebene nicht in Gefahr, auch wenn es genügend Radikalinskis leider in Deutschland gibt. Das ist nicht das Thema. Was leider zu beklagen ist, dass von der Ampelkoalition sehr viel Politik gegen den offenkundigen Mehrheitswillen der Bevölkerung in Deutschland gemacht wird. Darüber muss man. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.